Morgen. Was ist das hier? Guten Morgen. Bei mir ist es jetzt ungefähr 9:30 und ich treffe mich jetzt gleich mit ein paar Freunden und dann fahren wir mit dem Auto los. Und dann mal sehen, bin ich wahrscheinlich so gegen 12 dann in Berlin und hoffe, dass ich irgendwie ganz viel Spaß haben werde und ein paar coole Videos machen kann. Ich schaue einfach mal, was ich dann heute für coole Sachen sehe und wovon es sich lohnt, ein Video zu machen und so und hoffe, dass ich ein bisschen was dabei rausbekomme, dass ich euch ein Video zeigen kann. Yay! Bis später! Was ist eigentlich das hier? Thank you.
Oh, ich will den haben. Schenkst du mir den zum Geburtstag? Wieder zu Hause und ich bin ein bisschen fertig, ganz schön müde von der langen Fahrt, weil es halt heute auch so geschneit hat, sind wir gerade hinzu auch echt lange gefahren. Und als Fazit muss ich sagen, ich fand, es war ein cooler Tag, aber für mich war es prinzipiell doch ein bisschen zu wenig Kultur dafür, dass es Japan-Festival heißt. Also es war halt wirklich sehr viel Anime-Stuff und Anime-Merch und sowas. Es gab halt 4 Etagen und eigentlich war nur so in der ersten so ein bisschen und halt in der ganz oben wirklich Zeugs zu Japan und Kultur. Und ich hätte halt auch gedacht, dass vielleicht mehr Sachen, so japanisches Essen oder so vor allen Dingen da sind. Es gab übelst leckere, geile Onigiri, die halt auch richtig gut geschmeckt haben. Aber halt, das war schon fast das Einzige. Es gab dann noch Sushi und auch eine japanische Nudelsuppe oder sowas. Aber was ich ganz cool fand, war das Bühnenprogramm. Also zum einen diese Kimono-Show fand ich richtig gut und halt auch dann die Trommler. Das war eigentlich ganz cool. Ja, also es war ein cooler Tag, aber irgendwie nochmal, weiß nicht. Also dafür ist es mir einfach zu viel Anime-Zeugs, was ich halt auch auf Conventions habe und zu wenig japanische Kultur irgendwie. Also ich hätte mir da mehr erhofft, gerade weil es halt Japan-Festival heißt und halt nicht irgendwie eine Convention ist. Mein meistes Geld habe ich eigentlich für Essen ausgegeben, vor allen Dingen Süßigkeiten. Ich habe relativ viele KitKats mit unterschiedlichen Sorten bekommen und ich plane jetzt ein Video zu machen, wo ich die vor laufender Kamera probiere und dann einfach sage, wie die mir schmecken. Beziehungsweise habe ich auch noch ein paar andere Süßigkeiten gekauft, wo ich das prinzipiell auch machen könnte. Also alles in einem Video vielleicht mal sehen. Aber ich will nicht zu viel versprechen, weil ich nicht weiß, ob ich irgendwann einfach einen Flash bekomme und die essen möchte. Aber ich denke mal, ich heb mir die schon für ein Video auf. Und das Ganze geht jetzt hier schon über 3 Minuten und deswegen höre ich einfach mal direkt auf, weil ich will jetzt einfach nur noch in mein Bett und schlafen und ich gucke die ganze Zeit immer auf meinen Bildschirm und gar nicht zu euch in die Kamera. Das ist auch ein bisschen komisch, vielleicht daran muss ich mich noch ein bisschen gewöhnen, dass ich mehr in die Kamera gucke als auf den Bildschirm und schon wieder. Na gut, dann wünsche ich euch jetzt eine gute Nacht und
Ich hoffe, ich habe mehr als 6 Stunden Schlaf heute. Yay!